Spatzel. Ja. Warum hast du heute schon wieder einen Kürbis in der Hand? Ja, es gibt auch was mit Kürbis heute. Nee, aber nicht wieder nur mit Gemüse. Nee, nicht nur mit Gemüse. Ja, Gott sei Dank, mir geht's heute nämlich gar nicht so gut. Warum das denn nicht? Ich weiß auch nicht. Okay. Zu viel Gemüse in letzter Zeit. Nee, eigentlich gar nicht. Oh, ein bisschen blass siehst du ja aber aus. So ein bisschen. Aber es gibt ja nicht nur Gemüse, sondern es gibt auch mit Hackfleisch dazu. Na, Gott sei Dank ein bisschen Hack dabei. Ein bisschen Fleisch kommt auch dazu, ja. Okay. Dann legen wir mal los, oder? Genau. Ja, und was wird das jetzt heute hier? Eine Kürbis-Lasagne. Eine Kürbis-Lasagne? Ja. Okay. Ja, Gott sei Dank ist ein Hack drin. Bisschen Hack ist da drin, ja. Gut. Dann schauen wir uns die Zutaten an und ja, dann geht's auch schon weiter. Genau. So Leute, dann haben wir hier schon die kleine, aber feine Übersicht. Lasagneblätter, Hackfleisch, 400 Gramm frisch vom Metzger, bisschen Knoblauch, gehackte Tomaten, ein Schmand, eine Gurke, bisschen Käse, in dem Falle Gouda, Rosinen, stehen im Rezept, eine Zwiebel und eben den Hokkaido dazu und ja, als Nachtisch habe ich mir hier noch einen Kürbis mitgenommen. Da ist keine Gurke dabei, mein Schatz. Wo habe ich Gurke eine gesagt? Eine Möhre. Ach, das ist eine Möhre? Ja. Keine Gurke? Nein. Ich habe mir schon gedacht, die Farbe passt nicht ganz. Ist auch orange. Wie der Kürbis. Okay. Gut. Was machst du da jetzt raus? Eine schöne Kürbis-Lasagne. Nein, wie verarbeitest du das? Ja, das Hackfleisch wird ganz normal angebraten. Ja. Mit der Zwiebel, Knoblauch. Dann machen wir Tomaten, gehackte Tomaten dazu. Und dann wird es erstmal vernünftig angebraten. Und irgendwann kommen dann die Rosinen dabei. Dazu? Und dann mit. Dazu? Mit dem Hack. Kommen die Rosinen dazu? Ja, die kommen dazu in die Pfanne. Wir sind in Bayern? Ja. Lassen wir sie einfach mal loslegen. So, dann ist hier mal alles fertig geschnippelt. Knoblauch und Zwiebeln. Die Möhrengurke hier. Rosinen. Die hast du abgewogen, oder? Ja, die habe ich gerade abgewogen. Okay. 100 Gramm kommen da rein. 100 Gramm. Den Kürbis in so schöne Scheiben geschnitten. Es war übrigens nur der halbe Kürbis. Und dann, wo geht's weiter? Dann geht's in der Küche weiter am Herd. Gut. Ja, in der Pfanne wird jetzt das Hackfleisch schön angebraten und gewürzt wird es mit Gewürzt. Ah, hier. Der Medikopter vom McAllister. Und jetzt kommen die Zwiebeln und Knoblauch mit zum Hackfleisch dazu. Jetzt geben wir die Möhren dazu zum Hackfleisch und die Rosinen. Und lassen das jetzt 15 Minuten auf einer kleinsten Stufe schmoren. Ich bin ja echt gespannt, wie das mit den Rosinen schmecken tut nachher. Würzen tun wir es nachher, oder? Habe ich schon ein bisschen gewürzt mit McAllister. Okay, okay. Dann haben wir das heute nicht gesehen. Egal. Oh weia, heute ist Schwarzi ein bisschen nachlässig mit der Filmerei. Und zwischenzeitlich habe ich noch die Tomaten reingetan für die Soße. Gut. Ah ja. Also du verteilst hier drin jetzt erst einmal den Kürbis. Richtig. Im Backofen. Pass bloß auf, dass dich nicht verbrennst hier. Weil der Backofen ist schon warm. Und jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Naja, wir haben hier mehrere Etagen. So, und wie lange bleibt es jetzt da drin? Für 10 bis 12 Minuten. Okay. Bei wie viel Grad? Bei 200 Grad. Ah ja. Und wie geht's weiter? Ja, jetzt schichten wir die Lasagne mit den Lasagnenblättern mit Kürbis dazwischen
Ah ja, dann stelle ich mal die Cam wieder aufs Stativ und filme das einfach mit. Ja, genau. So, jetzt schichten wir die Lasagne Hackfleisch mit den Karotten und den Rosinen. Und dann gehen wir dazu. Drei Blätter Lasagnenblätter. Müssen wir mal gucken. Ich frage mich nur, normalerweise nicht eine Schicht Lasagneblätter als Boden. Steht hier so. Okay. Vielleicht wegen der Flüssigkeit. Ich weiß es nicht. So. Jetzt hat er ein bisschen geschichtet mit den Blättern. Dann geben wir dazu die Kürbisscheiben. Dann wieder ein bisschen der Soße. Dann ein bisschen mit Schmand. Und jetzt wieder Lasagneplatten drüber. So gut wie es geht. Wieder ein bisschen Soße. Ach gut, das reicht sogar. Und wieder ein bisschen Kürbis. Und jetzt machen wir noch den Käse drauf. Und dann geht es für 45 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich würde mal sagen, das könnte fertig sein. Du schüttelst mit dem Kopf. Weil ich so schwer durchkomme. Das ist der Käse. Schauen wir mal. Das sind die Lasagneplatten. War oben noch mal eine drauf? Ja, hier oben ist auch eine drauf. Doch, die ist schon weich. Sehr schön. Dankeschön. Bitte. Ja, und dann mache ich das Probiererle. Ja. Da ist ja die Kürbis-Lasagne mit Rosinen. Ich habe schon was auf die Gabel drauf. Jetzt bin ich ja gespannt, wie das komplett mundet. Heiß ist es mal. Lecker. Lecker, 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 lecker. Ja, und nachher gibt es dann noch mit Manu zusammen ein Fazit. Aber jetzt erstmal zusammen essen. So, meine Lieben, Tage später machen wir noch das Fazit. Zu unserer Kürbislasagne. Gleich vorweg gesagt, Alina hat gemacht, also der hat es gar nicht geschmeckt. Die hat die Lasagne mit aller Fingerfertigkeit Kunst zerlegt. Die hat die Rosinen rausgepickt, die hat den Kürbis rausgepickt, ja. Die hat den Käse runtergepopelt. Unglaublich. Mir persönlich hat sie sehr lecker geschmeckt. Mir genauso. Allerdings am nächsten Tag, wo wir die Reste aufgewärmt haben, muss ich sagen, kam sie doch sehr süß rüber. Aber sie war lecker. Richtig. So. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, eigentlich gar nicht.
Gut gemacht. Das war das erste Mal und es wird auch nicht das letzte Mal sein, wo wir sie gemacht haben. Aber ohne Rosinen das nächste Mal. Weil die waren doch etwas süß. So, in dem Sinne, ciao, Kosti. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal und es wird für uns gleich im Anschluss sein, weil da hinten liegt schon das Material. Ciao.